Es ist der 6. Oktober 2023 und ich nehme euch wieder mit auf eine kurze Tour durch meinen Garten auf meinem 13 Quadratmeter Balkon. Ziemlich genau 4 Wochen ist das letzte Balkongarten-Update jetzt her und mittlerweile zieht der Herbst auf den Balkon ein. Das bedeutet aber nicht, dass die Balkongartensaison bei mir schon zu Ende ist. Ganz im Gegenteil, denn in fast allen Töpfen und Kästen wachsen nach den Sommergemüsen nämlich schon wieder Salate und Gemüse für den Herbst-Winter. Und ich freue mich fast täglich über das satte Grün in meinem Erntekörbchen. Hier in diesen 2 kleinen Balkonhochbeeten wachsen Pflücksalate, Kohlrabi und Salatrauke. Die Rauke habe ich ungefähr Mitte August direkt ausgesät und die Salate und Kohlrabi Ende August gepflanzt. Ach ja, und vor den Pflanzen habe ich etwas Langzeitdünger in die Erde eingearbeitet und auch noch ein klein wenig frische Erde aufgefüllt. In diesem Kasten habe ich Anfang September Pak Choi und Asiasalate gepflanzt. Und ich würde sagen, die haben sich in den letzten 4 Wochen richtig schön entwickelt. Und die ersten Blätter können jetzt dann auch schon geerntet werden. Ich gebe immer nur einzelne Blätter von den Asiasalaten zum normalen Salat dazu, weil sie ja doch recht würzig sind. Ja, und hier ist noch ein Blumenkasten mit Lauchzwiebeln und Karotten. Die Karotten hatte ich im Juni ausgesät und letzte Woche die ersten Karotten geerntet. Die Sorte ist die kleine kugelige Karotte Pariser Markt und sie hat im Blumenkasten gut funktioniert. Das Saatgut stammt übrigens aus diesem Balkongemüse-Samenset. Meine Physalis bzw. besser gesagt die Antenbeere hängt immer noch voll mit Lampions, obwohl ich schon einiges geerntet habe. Ich hoffe mal, dass das Wetter noch eine Zeit lang warm und sonnig bleibt, damit noch viele Früchte reif werden. Hier in den Pflanzsäcken wachsen Salate, Herbstrübchen, Radieschen und in dem einen Sack habe ich vor einigen Tagen noch Zwiebeln gesteckt. Die Mai- bzw. Herbstrübchen probiere ich dieses Jahr zum ersten Mal. Mal sehen, ob das was wird. Also das hier sieht ja zumindest mal schon etwas nach Knolle aus. Naja, und die Radieschenblätter sind mittlerweile komplett von den Raupen des kleinen Kohlweißlings eingenommen worden. Die Radieschen, die was geworden sind, ernte ich in den nächsten Tagen und die Raupen sammle ich ein und setze sie an einem Wiesen- oder Waldrand wieder aus. Wie ihr seht, habe ich zum Herbst hin auch meine Pflanzenbänke etwas umgestellt und an dieser Seite vom Balkon eine kleine Blumenecke geschaffen. Außerdem steht hier auch noch der Grünkohl. Da habe ich mir Anfang August eine Jungpflanze in der Gärtnerei besorgt und ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden, wie gut sich der Grünkohl entwickelt hat. Und in diesem Topf habe ich vor ein paar Tagen Tulpenzwiebeln für das nächste Frühjahr gepflanzt. Und damit es etwas hübscher aussieht, noch ein paar Hornpfeilchen darüber eingepflanzt. Falls ihr Lust habt, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr die Balkongartensaison schon beendet habt oder falls nicht, was bei euch gerade noch alles wächst. Das würde mich echt mal interessieren. Habt ansonsten viel Spaß beim Balkongärtnern, eure Tina.